Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Empires of the Underground. Oder kurz gesagt, der Ameisensimulator. Oh mein Gott, ist es so grandios, ja? Ich besitze selbst Ameisen, ja? Es ist grandios, sie sind wie ein lebendes Strategiespiel. Aber genug von mir, fangen wir an mit diesem tollen kleinen Game. Es ist eine Demo, das volle Spiel kommt am 1. Dezember raus. Und am 30. könnt ihr bei mir dann die erste Folge sehen, ungefähr, ja? Also, los geht's, spielen wir. Select a level to play. Critters. Das erste. Gucken wir mal. So, das siehst du nicht wunderbar. Die kleine wunderbare Königin. Hallo. Wer bist du denn? Bist du klein und fein? Oh ja. So, wir haben hier Essen. Das müssen wir rausdicken. Das ist so ein bisschen wie bei Dungeon Keeper, kann man sagen. Das hier ist der Vorratsteil hier. Quasi mit dem Stroh. Wir können hier verschiedene Räume bauen, sag ich jetzt mal. Oder Böden. Und das ist der Standardboden quasi, das Dungeon-Herz, ja? So, bringt das Futter dahin, bis es voll ist. Dann müssen wir weiter buddeln. Und ausbauen, natürlich. So, wir müssen auch natürlich noch mehr Ameisen bauen. Das ist sowas wie eine Gen-Stealer-Queen, ja? Die kann mehrere Ameisenvölker quasi produzieren, ja? Das können ja Ameisen eigentlich nicht. Ich weiß sowas, ja. Ich bin hier der Besserwisser. Ich weiß ganz genau, wie der Hase läuft. Ich habe das die Beta schon angespielt. Da sieht das Menü schon ein bisschen anders aus. Ein bisschen übersichtlicher. Aber ich darf das leider noch nicht hochladen. Deswegen warten wir noch. Hier ist ein Pilz. Kann ich den abernten? Nee, ne? So, das Essen ist quasi eine Ressource zum Bauen. Da haben wir noch mehr Essen. Sehr schön. Dann bringt man alles hier hin, meine kleinen Ameisis. Sehr gut. Okay. Da essen, da essen. Da ist ein Feind. Da sind Feinde. Und das noch mehr essen. Wir wollen ja genug Zugang zu Essen haben. Jetzt brauchen wir mal eine Höhle für Larven. Ja? Was haben wir denn hier? Das sind Formica Fusca und das hier ist Formica Raptor. Das ist quasi diese hier. Und Fusca ist eine ganz andere Unterart. Increase your colony by one black ant. And we'll hatch from egg. Cost 5 food, 50 to place. Und das 25. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Worker. Ja, die günstigen Massenameisen. So, bauen das mal auf. Ich glaube, pro Tag kriegst du eine Ameise. Hier sind zwar die ganze Zeit Larven. Erst Ei, dann Larve, dann Puppe. Und aus der Puppe kommt dann die fertige Arbeiterin. Das heißt, wenn eine stirbt, schlüpfen die quasi. Ja, das ist halt auch ganz gut gelöst. Ich weiß gar nicht, ob man dann dafür auch noch Essen braucht, aber naja, werden es sehen. Die Musik könnte etwas fröhlicher sein. Sie ist ein bisschen traurig, das sind Ameisen. Oh, guck mal hier, der Gang ist ganz schön lang. Mehr! Mehr! Ich will mehr Arbeiterinnen! Tonnen! Ich will so eine Riesenarmee haben. Und dann alles töten, was hier unter der Erde lebt. Das ist nämlich mein Loch. So, können ja noch ein bisschen freiräumen. Bauen kostet auch Ressourcen, glaube ich. Also in dem Hauptspiel auf jeden Fall. So. Ja, sammelt noch ein bisschen mehr Essen. Hier liegt noch immer was rum, ihr faulen Hühner. Oder wollt ihr das nicht einsammeln? Das ist natürlich dann ein Fehler oder ein Problem. So. Das sind auch schon Feinde. Moment, Moment. Oh, da will ich jetzt noch nicht hin. Oh, da sind auch ganz viele Feinde. Ah, hier. Sehr gut. Warte, dann buddeln wir uns von hier dahin. Ah, sehr gut. Doch, die holen noch das andere Zeug. Ah, die brauchen nur ein bisschen. Ah, Ameisen, ne? Das ist so ein Geduldsspiel immer bei denen. Guck mal, Essen. 52 von 450. Da, yummy. Holt es euch. Ihr habt es euch verdient. Ich will mehr Ameisen haben. Sehr gut. Ich bin stolz. Soldiers, Max Soldiers, 0-0. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier Soldiers sind, aber müsste es eigentlich sein. Können wir dann hier packen.
Aber wir sind ja leider voll. Ne, es sind verschiedene Arten. Das hier ist Chamber Gene Stealer. Das hier ist Chamber Gene Stealer Formica Raptor. Formica Raptor. Beides. Okay. Die schlüpfen fein. Sehr gut. Ich bin stolz. Die wollen immer noch kein Essen. Vielleicht brauchen die nur eine bestimmte Art von dem Essen davon, ja? Ne, Quatsch. Eigentlich hätten sie da alles rausholen können. Wir werden sehen. Können wir den ersten Gegner jagen. Da, yam yam. Müssen wir das freiräumen? Okay. Sehr gut, bringt es zurück. Ich bin stolz. Wir können auch hier so 7 Stück drauflegen und dann rumkommandieren, aber ich weiß nicht, ob die das dann holen. Place Pheromonmarker. Ja, das haben wir gerade gemacht. So, jetzt geht er hoch. Da, und holen das Essen. Sehr schön. Ich bin stolz. So können wir das ganze Problem lösen. Hervorragend. Gut, dann können wir jetzt mal hier richtig loslegen. So richtig loslegen. Die Action hier. Ach, guck mal, wie sie arbeiten. Ist das nicht süß? Die besten Ameisen der Welt. So, dann können wir noch hier 19 Stück. Dann sammelt mal fleißig. Ihr geht jetzt mal hier sammeln. Da oben sind die anderen 7, obwohl das ja eine große Ressource ist. Ach, guck mal, wie sie durch die Gänge... Man kann halt auch hochgehen und, auf der Oberfläche rumlaufen mit seinen Riesenmassen. Das ist auch richtig gut. Richtig gut. Auf jeden Fall. Spiel des Jahres. Alle Spiele, die ich spiele, sind Spiel des Jahres. Okay. Achso, ich brauche auch Krieger, ne? Krieger. Xenas. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, wie das aussieht. Richtiger Xenos-Haufen. Okay, das müsste erstmal reichen. Doch, das sind die Soldiers. Alles klar. Da sind sie fertig. Alles klar, dann sammelt man da oben. Pass auf, ihr sammelt mal da und die 7 sammeln da. Würde ich sagen. Boah, Alter, guck mal die Gänge, wie voll die sind. Voll gut. Ihr kleinen Süßen. Ja, bringt das Futter. Ja, fein. Fein. Die Besten. Okay. Das hier sind Bohnen, glaube ich. Und andere Sachen. Obwohl, Bohnen werden größer. Oh, guck mal. Da sammelt sich das Essen. So, machen wir mal hier die Kammer rein. Die 19 gehen jetzt noch hier sammeln. Und da wird auch gesammelt. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Da ist Essen. Und da unten ist auch sicheres Essen. Muss halt aufpassen, nicht, dass wir in diese Kammer graben mit denen. Jetzt sind die Krieger, glaube ich, nur noch am Buddeln, ne? Weil die anderen unterwegs sind. Die Krieger! Sind alle irgendwie am Sammeln. Wie kann ich die Pheromone... Da, so kann ich die abstellen. Wo sind die denn? Die 18 können ja erstmal hier rumlaufen. Und die hier gehen sammeln. Genau, so. Ich bin stolz. Ihr seid die besten Ameisen der Welt. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Ah, nee. Es gibt aber so ein Forschungsding noch. Quasi... im Hauptspiel. Ich weiß nicht, ob das hier auch noch geht. Später. Komm, wir beeilen uns mal hier ein bisschen. Anscheinend ist das Level eigentlich gut gefüllt mit allem, was man braucht. Man will ja nicht untertreiben. Wir holen mal ein bisschen mehr Ameisen ran. Komm, wir können mal hier irgendwie 27. Ich weiß leider nicht, wie ich das teilen soll. Machen wir so. Ah, läuft ja gut. Schlüpft, meine kleinen Soldaten. Hier, 27. Sehr gut. Und dann nochmal 7. Oh, scheiße. Wo kommen die denn jetzt her? Das sind, glaube ich, Libellenlarven, oder? So sehen die aus. Oh nein, wir haben Tote. Nein, Jeffrey, Jim, Joe. Wir haben alle einen Namen.
Okay, jetzt brauchen wir neue Nahrung. Jeffrey, Joe und Jimmy müssen wieder schlüpfen. Da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Schon wieder da. Ach, ihr seid da oben am Sammeln. Hervorragend. Können wir die Essenskammer vergrößern. So. Essenskammer. Meine Güte, was ein grandioses Spiel, oder? Oh mein Gott, ich glaube, das kann nur noch besser werden. Los, man bräuchte ein paar mehr Räume, ja? Irgendwie Trainingsraum, Bibliothek und so. Ich meine, es sind Ameisen, hey, aber die können ja auch klug sein. Folterkammer, Kerker, Friedhof. Alles, alles. Geil. So, komm, wir holen uns noch mal ein paar Arbeiter. Ich will eine Armee haben. Ich will nur nicht den irgendeinen anderen Gang ankratzen. Es soll ja alles irgendwie natürlich einen Sinn haben, ne? Also ich will halt nicht zu viele Räume miteinander verbinden, damit die Gegner nicht direkt reinrennen, aber ich meine, das soll schon passieren. Berühmte letzte Worte. So, okay, alles klar. Dann buddeln wir uns mal zu den Gegnern hier oben. Hier durch. Da. Alle Mann hier hin! Angriff! Oh nein! Jimmy! Jimmy schon wieder. Er ist alleine vorgegangen, er hat sich geopfert. Los! Beiß zu. Oh mein Gott, die sind aber auch hartnäckig. Ah, sehr gut. Weiter buddeln. Buddeln! Da, der nächste. Oh nein, sie holen übrigens das Essen weg. Oh nein, da kommen die Soldaten wieder. Sehr gut. Black Ants. Essen! Sammeln! Lassen wir einfach alle immer kontrolliert. Das ist ganz gut. Oder Türen bräuchten wir auch. Oder Schutzgänge oder so. Alter, guck mal, meine Ameisen. Ah, ich will noch mehr haben. Wir brauchen noch einen größeren Ameisengang. Ach komm, wir machen einen großen Schlupf. Eine riesengroße Schlupfkammer. Ne, erstmal so. Dann seid ihr erstmal wieder frei und dann buddelt mal. Sehr gut, ich bin stolz. So muss das sein. Also wir haben noch keine Mission gehabt, wo wir rausgehen können. Ich weiß auch noch nicht, ob das in der Demo geht, aber müsste gehen. Oh nein! Nein, ich baue das Falsche! Oh shit. Oh, das hat gekostet. Aber jetzt können wir gucken, wie ich abreißen kann. Cancel Return. Oh, nein, das wollte ich nicht. Da, Mülltonne. Das geht noch nicht. Okay, das ist doof. Dann gehen wir jetzt weiter töten. So, da müssen wir rein. Oh, oh, hier ist übel. Gut, dann habe ich jetzt hier die neue Speisekammer. So, jetzt dann machen wir hier einen neuen Black End Chamber rein. Egal, dann hüllen wir das mal ein bisschen aus hier. Haben wir jetzt halt da eine Speisekammer. So, jetzt kann ich ja noch ein bisschen ausstatten. So, dann passt da auch mehr rein. So, jetzt brauchen wir Black Ants. Oh, shit! Kommt die jetzt schon wieder her? Ach ja, stimmt. Ich habe da was angegraben. Angriff! Meine Armee. Alter. Geil, ich kann gar nicht... ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn die gegen andere kämpfen. Da geht das dann mal abfarmen, bitte. Geil, oder? Alter. Ameisen sind so cool. Wie kann man Ameisen nicht cool finden? Ja? Wusel, 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 wusel. Das lebende Strategiespiel. Eines Strategiespiels. So, da schlüpfen die Nachfolger der Getöteten. Ah, hier ist alles eingesammelt worden. Dann können wir auch hier... Die werden direkt abgewählt, sobald die was im Mund haben. Bringen das zurück und dann sind sie wieder aktiv, glaube ich.
Obwohl, nee, Quatsch, sind jetzt alle irgendwie aktiv. Oh, guck mal hier, was ist denn da los? Guck mal, da ist noch ein alter Marker drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die... So, ich mach die mal alle aus. Das noch. Okay, dann bundeln wir mal weiter. Ich würde mal gerne da reingehen, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Machen wir erstmal hier. Dann gehen wir da runter nach da. Dann haben wir das auch. Das ist bestimmt der Endgegner. Erstmal abwählen. Nimmt die Arbeiten gehen. Wir können das so machen. Oh, da ist es schon. Angriff! Los! Da ist der Feind. Warum isst ihr denn nicht? Seid ihr keine Fleischfresser? Bist du schon scheiße, ne? Wenn so ein paar Ameisen dein Nest angraben, da machst du nicht viel. Oh, guck mal. Der Essenstross. Hervorragend. Oh mein Gott, ist das cool. So, und jetzt hier runter. Jetzt haben wir mal einen Riesenkrieg. Los. Alle Mann sammeln! Sammeln! In den Gängen! So, brauchen noch ein paar mehr Nester. Da sind sie schon. Los geht's. Oh mein Gott, es sind zu viele vielleicht. Es sind niemals zu viele! Alter. Los! Tötet sie! Oh mein Gott, wir haben es eingetötet, ne? Wir haben immer noch genug. Es sind immer noch genug am Leben. Es kommen auch immer wieder neue, wie ihr hört. Bling, bling, bling. Es kostet auch kein Essen. Alter. Wir verlieren ziemlich viele Ameisen hier. Kommt schon. Oh mein Gott. Gut, dass ich so viele Ameisen habe. Ich setze sie mal näher ran. Vielleicht ist das effektiver. Ne, nicht wirklich. Schlüpfen jetzt keine neuen mehr oder nur, wenn einer tot ist? Guck mal, die kümmern sich auch um die Larven. Aber ich glaube, das ist nur... So, oh mein Gott. Es werden weniger Ameisen, das ist gar nicht gut. Brauchen wir Essen? Doch, es kostet Essen. Es kostet Essen, es sind noch 3 Stück. Haltet die Stellung! Bringt das Essen zurück, schnell! Wir müssen uns neu sammeln, neu gruppieren. Es sind noch 2 Stück, das muss ja wohl funktionieren. Wo haben wir denn noch Essen? Hab ich alles geholt, ne? Angriff! Ich hab noch 30... Black Ants. Ah, Gott sei Dank. Boah, alter, übel. Oh, was haben wir denn da gefunden? Ach, das ist Fleisch von den Toten. Haben sie das doch... Bringen sie das doch zurück? Okay. Okay, gut. Da, Essen fassen. Holt das direkt. Ihr werdet jetzt auch zu Arbeitern degradiert. Und muss man echt gucken, wie man vorgeht. Wegen Essen. So, kümmert euch immer um alles andere. So, und ihr holt das Essen. Ah, guck mal hier, überall... Schön Nahrung. Oh yeah. Müssen wir mal gut Nahrung anhäufen jetzt. Sehr gut. Ich bin stolz. Da haben wir auch noch Essen. Ja, stimmt. Das braucht also auch Essen. Das hätte ich nicht gedacht. Müssen wir gucken, dass wir noch mehr Kriegerameisen rekrutieren. Ich tue die mal dahin, die dahin, so. Tauschen wir das mal alles ein bisschen hier.
So, haben wir unten noch irgendwo Essen? Ist da in der Wand drin? Nee. Das ist ein cooler Track. Das sind noch zwei. Wir brauchen noch viel auf Tasche, wenn wir angreifen, dass sie alle nachkommen wieder. Nachkommen. Sehr gut. Alles klar. Ich bin stolz, zu euch gehören zu dürfen. So, die dahin, das auflösen. Die dahin, das auflösen. Alle Mann bereit machen. Sammeln! Für, Narnia! So, dann dadurch, wir haben ja schon die... Das war die größte Menge, ne? An Gegnern, die wir platt gemacht haben. Gut, dann gehen wir immer in der Gruppe los. Immer schön hinter Buddy bleiben. Buddel Buddy. Okay, dann mal los. Muss der Rest bitte? Ah, jetzt kommen sie. Los, Angriff! Super. Guck mal, da ist auch noch tonnenweise Essen. Könnte ich irgendwie da durch? Nee, ne? Einer weniger. Another one bites. Das ist, können noch mehr angreifen. Ich glaube, ich muss die in größere offene Gebiete lotsen. So, Essen holen und einer greift weiter. Gibt's denn, was das ist? Alter, guck mal. Das ist mich ein bisschen an Dingens. Oh! Ist das ein Ameisenlöwe? Hier sammeln! Oh Mann. Oh Scheiße, das sah ja gar nicht gut aus. Könnte sein, ne? Ih. Bah. Esst ihn auf! Oh mein Gott! Vergast uns. Aber wir müssten genug sein. Oh yeah. Oh, guck mal. Schön viel Protein. Oh yeah. Also Ameisen, kann man sagen, grundsätzlich werden die mal zwei Futterarten gefüttert. Das sind Kohlenhydrate und Proteine. Ja? Also Zucker und Insekten im Großen und Ganzen. So, weiter. So, wir haben genug Geld für ein Nachkommen. Für unseren glorreichen, fortgeführten Angriff. Wäre cool, wenn man Lampen aufstellen könnte. Ameisenlampen. Ja? Gab's bestimmt. Oder gibt's bei Ameisen? Man sieht sie nur nicht. Oh Gott! Drei Stück! Da unten sammeln. Nein! Wir sammeln uns woanders. Und zwar hier. Alle. Alle sammeln! Oh Gott, das reicht bestimmt nicht. Das muss aber reichen. Die, haben die einen getötet? Nee. Gehen die jetzt zurück oder greifen die an? Das würde ich gerne wissen. Wir brauchen nämlich ein bisschen, bis die alle hier sind. Da kommen sie. Na toll, okay, dann kämpfen wir doch im Gang. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, im Gang zu kämpfen. Weil er kommt nicht dazu anzugreifen. Stimmt aber immer nur einer dann, glaube ich. Ja, yeah, ist einer tot! Hat doch funktioniert! Sehr gut. Tötet sie! Die sind doch ein bisschen lame hier. Die Ameisen, wenn das die sind, die Löwen. Ich weiß es aber nicht. Oh yeah. Bäh. Kommt schon. Ihr schafft das. Glaubt nur an euch. Ja, sehr gut. Noch einer. Kommt schon. Bringt ihn um.
Guck mal, die grünen Punkte, wie sie rumwuseln. Warum rennen eigentlich alle zurück? Ich meine, so viele Proteine lagen jetzt nicht hier rum. Fleisch. Ach, guck mal, das Essen geht zur Neige. Da muss man echt gucken. Oh Gott. Yeah, genau so. Hervorragend. Das waren alle, oder? Victory! Unfassbar. Okay, Leute. Das war ein Level der Demo. Es gibt, glaube ich, noch zwei, die ich spielen kann. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Sonst müsst ihr warten bis zum 30. November. Dann lade ich quasi von dem Hauptspiel was hoch. Aber wie auch immer, ich kann auch noch ein bisschen mehr von der Demo hochladen. Ja? Alles klar, Leute. Das war's von mir von Empire of the Underground. Euren Senf in die Kommentare. Und bis dahin. Haut rein, Leute.